Darf ich Sie bitten, Frau Ziegler? Wollen Sie bitte nach hier kommen, oder? Also Sie meinen? So, kommen Sie an meine Seite, das macht nichts. Oh, das wollte ich noch nicht, naja. Ja, liebe Freunde, wie unser großer Freund eben sagte, war es tatsächlich ein Überfall eben. Ich bin nämlich tatsächlich alles andere als ein Redner. Ich kann wohl besser das von mir geben, was ich in mir fühle im Herzen, wenn ich schreibe, wenn ich still für mich alleine bin, aber reden, ist nie mein Fall gewesen. Und doch will ich es versuchen, Ihnen etwas zu sagen. Ich bin nämlich nicht das erste Mal hier in Springer. Einige kennen mich von Ihnen. Ich bin im Juli 1957 hier zum ersten Mal gewesen, als unser großer Freund im Waldhotel Deisterpforte vor 400 Menschen sprach. Damals im Juni, also vor über einem Jahr, las ich die Fortsetzungsberichte von Dr. Horst Mann im Neuen Blatt, die Sie vielleicht auch mehr oder weniger kennen werden. Und da sagte ich mir, da mir kein Arzt und kein Homöopath helfen konnte, ich möchte jetzt aber nicht von irgendwelchen Übeln sprechen, das gibt es nicht bei uns. Da mir also niemand helfen konnte, sagte ich mir, der kann mir helfen und der wird mir helfen. Und mit dieser festen Einstellung telefonierte ich in Ploching an, im Büro, und erfuhr, dass am 5.7. hier der Vortrag startet. Ich erschien hier, hörte ihn und erlebte das Wunder in meinem Körper, und zwar sofort. Wir unterhielten uns am nächsten Tag bei der Familie Hassel, beim Dachdeckermeister Hassel, stundenlang, den ganzen Vormittag hindurch, und ich war tief ergriffen von all dem, was ich hörte. Das war alles neu für mich. Obwohl ich eigentlich immer meinen Glauben in mir trug. Den Krieg über als Soldat und später die schwere Hungerzeit nach dem Kriege, dann als Waldarbeiter, als Forstbeamter und so weiter und so weiter. Natürlich gab es immer Zeiten, da der Glaube zu wanken schien. Es geht vielleicht jedem Mal so bei uns. Und nun hatte ich einen Menschen getroffen, bin ihm begegnet, der uns das Göttliche gibt. Und ich war tief beglückt darüber. Und mein Übel verschwand zusehends. Ich bezeuge Ihnen das, so wahr ich hier stehe. Wir verabredeten uns da am Vormittag, am 6.7. war es wohl, uns in 3 Tagen in Fahrdorf bei Schleswig oben in Schleswig-Holstein wiederzutreffen. Ich fuhr zurück nach Berlin, holte meine Mutter. Zuvor sagte unser großer Freund aber noch, der mein kleines Goggomobil sich nur einmal flüchtig ansah, fahren Sie aber bitte nicht zu schnell. Und ich frug ihn, oder ist das zu weit gegriffen, wenn ich das noch berichte? Bitte. Was meinen Sie nicht zu schnell? Na, auf keinen Fall schneller als 70, 80. Ich beherzigte das. Und sehen Sie nicht dauernd zur Uhr. Er kannte mich an sich gar nicht und kannte mich doch. Und kennt mich auch. Ich hatte nämlich die Angewohnheit, oft zur Uhr zu sehen, wenn ich irgendetwas Bestimmtes terminmäßig vorhatte. Vielleicht eine innere Unruhe. Wirklich. Er wusste das. Sehen Sie nicht so oft zur Uhr, Sie haben ja Zeit. Ich beherzigte also die guten Ratschläge und fuhr nach Berlin zurück. Am übernächsten Tag brauste ich mit meiner Mutter ab Richtung Schleswig-Holstein. Es war ein knallend heißer Tag. Wir waren auf der Autobahn kurz vor Hamburg und ich vergaß den guten Rat, so dumm wie wir Menschen ja leider sind, und fuhr etwas über 100. Und das kleine 300-Kubik-Motörchen vertrug das in der großen Hitze nicht und brannte fest. Ich verspätete mich etwas, obwohl keine genaue Uhrzeit abgemacht war. Und als ich in Fahrdorf ankam, stand unser großer Freund, ohne dass eine Uhrzeit vereinbart worden war, in der geöffneten Haustür und erwartete uns bereits. Und als ich ihm sagte, das und das ist mir passiert, antwortete er, ich habe es ihm doch gleich gesagt, Sie sollen nicht so schnell fahren. Deshalb merkt es sich denn nicht. Treffend für das, für die Größe unseres Freundes. Das zu sehen, was sein wird, was war und was ist. Ich erlebte dort in Fahrdorf einen ebenfalls wunderschönen Vortrag und am nächsten Tag in Rendsburg, den 3.
und war von meinen Übeln befreit und bin es auch heute noch. Im Mai trafen wir uns in Schlossberg bei Rosenheim und in Stephanskirchen. Und auch von dort nahm ich wieder viel mit und viel Gutes auf. Dass ich nun endlich in mir auch die Berufung fühle und dieser Berufung leben werde, und das soll keine Phrase oder kein Wort sein, sondern ein Entschluss, das Gute weiterzugeben, wie und wo ich kann. Es gibt gar nichts anderes mehr. Und das werde ich natürlich in meiner Heimatstadt versuchen, so gut ich kann. Und deshalb bin ich auch heute hier, nicht um den Strom zu empfangen, der mir über unendliche Entfernungen gegeben wird, ob es 100 Kilometer sind oder 500 oder 1000, spielt ja keine Rolle. Den empfange ich immer sehr stark, wenn ich mich darauf einstelle und wenn ich mich mit meinem Freund, mit unserem großen Freund unterhalte. Nein, nicht wegen des Stromes bin ich hier, sondern wegen der Worte, um sie in mich aufzunehmen, nicht nur durch die Ohren und den Verstand, sondern im Herz. Und ich werde versuchen, das meinen Berliner Freunden, sobald ich eine genügend große Schar zusammen habe, weiterzugeben. Liebe Freunde, diese gesegnete Stunde, dieser gesegnete Abend, an dem wir hier zusammen sind, der wird für uns unvergesslich bleiben. Ergreifen wir doch wirklich mit der Gewissheit, wirklich gut zu werden und das Gute weiterzugeben, die Hand unseres himmlischen Vaters, die uns hier liebend gereicht wird durch unseren großen Freund Bruno Grönig. Liebe Freunde, ich glaube, dass unser Freund Sieger uns das gesagt, was bereits in seinem Herzen geschrieben steht. Ich glaube, dass er sich selbst erkannt, indem er selbst es ist, der jetzt bereit ist, dieser seiner Berufung nachzugehen, um auch hier seine Mission zu erfüllen, wie jeder andere Mensch hier auch hat. Und dieses kommt nur da dann zustande, wie wenn der Mensch zur Selbsterkenntnis gelangt ist, dass er von dem überzeugt, was sich an ihm, auch in ihm abgespielt, und dass so er doch gewillt gewesen, indem er sich von dem Bösen zu lösen gedachte und auch glaubte, dass er vom Bösen befreit ist. Und er sieht jetzt seine Pflicht darin, indem dieses dann auch vielen Menschen zukommen soll. Und somit hat er eine große Aufgabe mit übernommen, indem er unseren Mitmenschen, den Freunden in Berlin, auch auf diesen Weg zu führen gedenkt, von dem er überzeugt ist, damit auch da selbst Menschen das Heil erfahren.